So, herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Jetzt kommt der Tagesquickie. Ja, hier, padalalam. Von euch, von mir, nee, von mir für euch. Wir schauen ja immer mal rein, die verschiedenen Themen, was uns denn so an diesem Tag erwartet, morgen für den Sonntag. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Normalerweise sind die Wochenends ja schon immer mittags da. Aber jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe für morgen gar kein Quickie drin. So, das machen wir natürlich jetzt auch, ne? So, dann wollen wir mal schauen. Wir schauen ja als erstes mal immer bei den Liebenden rein, in den Beziehungen. Was passiert denn da bei denen so? Ah, okay, ich kann euch jetzt schon sagen, irgendwas geht da gleich zu Ende. Irgendwo haut hier gleich die Karte die Sense rein. Das ist jetzt spannend, gerade weil es hier um die Liebenden geht. Ah, das Ende von Blockaden. Da ist der Berg und da ist die Sense. Unter Schwierigkeiten, vielleicht habt ihr mal irgendwas aus dem Weg geräumt zu Hause. Habt ihr da ein Thema gehabt, das ihr ja endlich mal besprochen habt, was euch Schwierigkeiten bereitet hat, was euch Probleme bereitet hat. Oder ihr habt es an dem Tag vor, morgen, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, an dem schönen Sonntag, da ist die Energie gut, um da mal mit irgendwelchen Schwierigkeiten aufzuräumen, die euch da wahrscheinlich schon seit längerem so ein bisschen verfolgen. Ja? Also, Energie ist gut, nutzt den Tag. So, und jetzt schauen wir mal bei den Singles rein. So, welche Energie steht denn den Singles zur Verfügung? Aha, die Eulen, ja, welche mystische Gestalten, ja, stehen aber auch für Aufregung, ja, für Kummer, Sorge, irgendwas ist da ganz aufregend bei den Singles. Da gibt es Aufregung, worum geht's da? Aha, da gibt es Nervosität, Unruhe und Aufregung bezüglich des Wachstums. Ja, vielleicht hast du ja deinen Wunschpartner etwas näher kennenlernen dürfen und jetzt ist er auf einmal schon wieder irgendwie im Rückzug. Also höchste Zeit, dem Patrick eine WhatsApp zu schreiben für ein persönliches Reading. Nee, aber hier gibt es so ein bisschen Aufregung am Sonntag. Man weiß nicht, wohin die Reise geht. Also hier wird auch das Wachstum der vielleicht noch frischen Beziehungen in Frage gestellt. Also sehr spannend, was hier gerade passiert. An diesem Tag kann es euch passieren, dass ihr mal das ein oder andere in Bezug auf euren Wunschpartner in Frage stellt. Ah, das sind schon zwei, drei sind da gefallen. Okay, also, auf der Arbeit. So, während die Personenkarte, da siehst du dich bitte selbst drin, als Mann siehst du dich natürlich auch als Mann, ja. Hier hat jemand mit zwei Gesichtern gespielt, ja, das ist aber alles aufgeflogen, herausgekommen, weil hier diese beiden Karten, da schaust du auf den Fuchs und der Fuchs schaut aber weg von dir, ja, das heißt, hier gibt es keine List mehr, keinen Betrug mehr, ja, hier hat irgendjemand mit zwei Gesichtern gespielt im Büro. Wir hatten ja erst die Tage den Fall, dass hier im Büro der ein oder andere Kollege vielleicht mal etwas genauer beleuchtet werden sollte, weil da irgendwas nicht so ganz gestimmt hat. Also an dem Tag, Sonntag oder vielleicht schon in Vorbereitung auf den Montag, hier wird das falsche Spiel mal aufhören, das da mit dir getrieben wurde. Die List ist vorbei. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag am Montag, am Sonntag. Wir haben jetzt hier noch die Botschaft aus der geistigen Welt. Und hier ist auf jeden Fall schon mal das Schiff gefallen. Das Schiff heißt ja, etwas begibt sich auf die Reise, etwas beginnt. Hier geht es um Träume, hier geht es um Sehnsüchte. Also hier die Reise in eine schöne Sache hinein. Welche das ist, werden wir jetzt gleich sehen.
Ja, oder auch nicht. Das sind zu viele. Ich hoffe, ihr habt noch kurz Zeit. Manchmal dauert es eben etwas länger. Ihr kennt mich ja. Das sind auch zu viele. Bitte noch eine Karte. Okay. So, da haben wir die Lupe an der Stelle. So, das heißt nichts anderes, die Botschaft aus der geistigen Welt, wie schau mal auf dich, was du möchtest. Guck mal lieber ganz genau hin, auch auf dich selbst. Ja, was sind deine Wünsche, was sind deine Sehnsüchte? Was sind deine Träume? Wo soll denn deine Reise hingehen? Ja, das ist die Botschaft aus der geistigen Welt. Ja, und die möchte dir sagen, dass du mal auf dich selbst schauen sollst, wo deine eigene Reise hingeht und nicht immer so viel auf andere zu schauen, dass es anderen gut geht. Also, das ist eine schöne Botschaft aus der geistigen Welt. Das hat mich sehr gefreut. Danke, mein Schatz. Mein Sohn hat mir gerade mein Telefon, mein ständig bimmelndes Telefon gebracht. Und ja, mit dieser schönen Botschaft, dass du auch mal auf dich selbst schauen sollst, hier auch die Blumen an der Hauptenergie jetzt noch drunten, verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Bleibt gesund. Abonnieren nicht vergessen. Glocke drücken. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr mich gerne anschreiben für ein persönliches Reading. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video.